Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, und recht herzlich willkommen zurück hier bei mir auf der Galgenberg. Freunde, seit der letzten Folge ist ein bisschen was passiert. Ich war ein paar Stunden im Livestream hier auf der Karte zugange. Viel passiert ist nicht. Ich habe die restlichen Ballen von der 25 runtergeborgen und entsprechend einsortiert. Und das will ich euch gleich nochmal zeigen. Dort habe ich nämlich einen ganz lieben Hinweis aus der Community erhalten, sowohl von euch in den Videokommentaren als auch im Livestream, warum ich nicht diese runteren Ballen-Mod-Skript verwende. Ich habe davon noch nie gehört und habe es dann im Livestream mal runtergeladen und es ist wirklich richtig, richtig gut. Na, da sind die Rundballen auch viel runter. Es sind nicht so diese Ecken und Kanten, die du sonst an der Seite hast. Also summa summarum, richtig schicki. Ich habe das hier aufsortiert, sieht nicht besonders hübsch aus, aber funktioniert. Das sind alle Ballen, die wir jetzt hier haben. Darüber hinaus war ich noch unterwegs, jetzt muss ich nochmal gucken, genau hier bei der Lockerung, auf der 86 in der Bodenbearbeitung. Da gibt es eine ganze Menge zu tun und wo ich mich sehr erschrocken habe, das ist das, Quatsch, da muss ich nochmal hier reingehen, Thema Unkraut hier auf unserer Rapsfläche, die wir gedrillt haben. Katastrophal, also wirklich katastrophal. Da müssen wir nochmal rangehen, das machen wir aber auch nicht heute. Womit ich heute weitermachen möchte, ist die Wiesen entsprechend zu streuen mit Mineraldünger. Ich habe Mineraldünger hier am Hof und ich habe mir noch einen Düngerstreuer gekauft. Ein bisschen Geld, wir haben 107.000, ein bisschen mehr Geld als sonst habe ich jetzt hier auf dem Konto. Warum? Da flitzen wir mal eben schnell hier runter. Ich habe meinen Miststreuer verkauft und habe von Agrade seinen Austria einen schon mal vorab bekommen. Der Strautmann Streublitz. Wer das Uncut-Video gesehen hat, weiß Bescheid, passt entsprechend ein bisschen besser hier auf die Karte drauf. Kommt auch noch zum Download. Weitere Informationen habe ich dazu jetzt erstmal nicht, aber das wird alles entsprechend kommen. Der war natürlich ein bisschen günstiger als das Modell, was ich vorher hatte von Briri, glaube ich. Und eine weitere Änderung ist hier dann unser Zetter. Dort haben wir jetzt einen Klaas Volto 60. Auch komplett neu gebaut, auch von Agrade sein Austria. Wird auch zum Download kommen, wenn zum Zeitpunkt jetzt des Videos das nicht sogar schon zum Download ist. Das sind so die Veränderungen, die wir gemacht haben. Ein bisschen Geld haben wir eingespart. Und ich habe aber auch schon wieder was Neues gekauft. Und zwar hier Amazone ZATS 3200. Dann können wir hier mal aufmachen. Das ist Spielstandard Vanilla, das ist kein Mod. Ne, brauch's einfach nicht, ne? Die kann bis 15 Meter runter, ist also für mich richtig, richtig optimal. So, ich flitze mal schnell den Avant holen. Wir haben nämlich einen neuen Big Back Lifter. Hier der Big Back Lifter von LSFM, damit wir auch entsprechend die Realistic Seeder Säcke, diese richtig großen Säcke hier, besser liften können. Habe ich den alten verkauft. Ich flitze mal eben schnell, laufen macht ja fit, ne? Und habe mir eben den großen gekauft. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert an dem Avant. Ansonsten habe ich die Heutrocknung, seht ihr, da können wir nochmal reinschauen, die Heutrocknung weiter aufgefüllt mit Hackschnitze. Das läuft soweit, das dauert aber seine Zeit. Soweit, so gut. Irgendwas ist hier ein bisschen gewandert, wenn ich mir den Avant so anschaue. Das sieht merkwürdig aus. Ja, irgendwas ist hier passiert. Ich mal gucken, ob ich den überhaupt rausbekomme. Ich hatte auch etliche Soundprobleme. Ich denke mal, das wird man hier... Ach, das ist ja blöd hier. Warum ist denn der so gewandert? Merkwürdig. Das wird man hier im Videosegment gar nicht so wirklich haben, das Problem. Im Stream-Bereich hatte ich das aber. Sollte mittlerweile auch gefixt sein. Ich habe da eine Software für meine Boxen deinstalliert. Ich glaube, die hat da ein bisschen gegengewirkt. Und jetzt sollte das alles passen. So, der Avant ist ja hier unser kleiner Hofkompaktlader. Mit dem wir dann auch Mist laden werden und so weiter und so fort. Er kann ja hier auch teleskopieren. Er hat auch Schwimmstellung, die, by the way, wie ich das gerade sehe, auch aktiv ist. Also es ist ein ziemlich cooles kleines Teil. Wer das noch nicht kennt, gibt es auch Modder von IMDS, von dem guten Tino. Ist ein mega cooles Gerät. Also sehr vielseitig anwendbar und wird halt über die Zeit auch immer noch weiter mit neuen Werkzeugen versorgt.
So, wir haben hier die Kompaktladerausführung des Big Back Lifters. Das könnte für den Avant schon heftig sein. Kann ich das überhaupt andocken? Ich glaube, den kann ich gar nicht. Ich glaube, der geht gar nicht, obwohl er auf Kompaktlader ist. Ich glaube, da muss ich mir noch was von Avant kaufen. Wartet mal. Avant selber, dann gehen wir mal hier rein. Hatte da, glaube ich, eine Adapterplatte. Ja, Adapterplatte für Kompaktlader. Okay, Freunde, Sekunde, die muss ich mir mal eben noch liefern lassen. So, das ist die Adapterplatte. Damit können wir nicht nur die Avant-Sachen direkt ankoppeln. Dafür bräuchten wir die Adapterplatte nicht, sondern alle anderen Kompaktlader-Geräte eben auch. Also das hat Tino damit bedacht und Avant selber das entsprechend mit bedacht. Denn so wie das hier ist, so kann das natürlich auch, ja, werden. Also so ist es auch in der Realität. Hoppla, Feststelltaste. Brauchen wir natürlich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, können wir das hier noch verbinden? Nee, Schläuche oder sowas. Also, das ist ja hier Elektrik. Naja, ich bin kein Experte. So, wir probieren das jetzt aber einfach mal. Ich mach mal eben schnell den HUD an. Big Back Lifter aufklappen natürlich. Zu und aufklappen. Okay, jetzt ist er zu. Bei den kleinen Korn-Kali-Säcken sollte das weniger ein Problem sein. Da ist der Lifter hier am Ende schon ein bisschen radikal vielleicht. Ah. Hoch damit. Oh, oh, oh. Nee, ich glaube, das wird dann doch zu schwer. Schwierig, schwierig. Dann müssen wir doch die Palettengabel versuchen, weil normalerweise sollte der Avant das heben können. Dann müssen wir wahrscheinlich den Big Back Lifter... Wenn wir die Platte gleich noch mit abmachen, dann müssen wir den Big Back Lifter wahrscheinlich doch auf Frontlader umbauen. Hätte gedacht, es ist halt auch schon ein bisschen massiv. Gut, wir machen mal eben schnell hier die Palettengabel dran. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Wenn das auch nicht funktioniert, dann bin ich aufgeschmissen. Ups, nochmal. Ein bisschen weiter unter die Gabel hier. Wie viel Gewicht? Habe ich überhaupt Gewicht hier hinten dran? Mal schauen. Sonst muss ich hier noch Gewichtsplatten konfigurieren. Nö, aber normal trägt er das. Okay, dann ist der Lifter halt auch ganz schön schwer an der Stelle. Ja, wobei wir so eine gewisse Schräglage will ich hier gar nicht. Will ich hier gar nicht abreden. Okay, ich habe das Ganze jetzt sehr, sehr abenteuerlich fixiert. hier müssen wir uns definitiv was einfallen lassen, weil das kann so auf Dauer nicht funktionieren. Ich werde hier mal den zweiten Sack auch noch rein donnern. Ja, oder wie viel Gewicht habe ich denn eigentlich? Ich habe keine Gewichtsplatten dran. Okay, Moment mal, dann werden wir mal eben schnell noch Gewichtsplatten anbauen und gucken, ob das dann, obwohl das habe ich jetzt keine Zeit. Der Sack muss da rein. Weil du kannst, glaube ich, noch 400, 500, 600 Kilo hinten dran an Gewichtsplatten machen und dann geht das auch ein bisschen besser. Weil das ist halt höchst grenzwertig. Sehr, 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 sehr grenzwertig. Aber gut. Der Dünger ist drin. Dann werden wir zu unserer Fläche fahren. Ich denke mal, wir beginnen auch direkt wieder dort auf der Fläche, wo wir die Ballen geholt haben. Und damit das heute
ja nicht ganz so eintönig ist, weil Dünger streuen ist halt Dünger streuen, habe ich mir überlegt, wir haben ja hier unseren Fan, ne, der hat ja seine Intelligenz, sein Isobus-Terminal. Und entsprechend habe ich auch hier in dem Fan Headlet Management konfiguriert. Und mit einer Entwicklerversion von Headlet Management ist es eben auch möglich, eine automatische Konturenführung zu machen. Und genau das werden wir heute ausprobieren. Als allererstes will ich hier mal das Ganze anheben. Das ist das Schöne, dass wir das von außen hier eben auch können. Ich habe vorne noch 870 Kilogramm Gewicht dran. Ja, 870. Das sollte gut funktionieren. Was ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben könnt. Macht der Isaria-Sensor überhaupt bei Gras Sinn? Ich bin mir da nämlich gar nicht so schlüssig, ob das bei Gras auch funktioniert. Auf jeden Fall werden wir ihn automatisch ausbringen lassen. So, einmal Platz nehmen, einmal ordentlich hinsetzen. Wenn ich immer hier so nach drüben gucke, ich habe da drüben ein Tablet hängen. Und auf dem Tablet habe ich Sim Dashboard. Ich blende hier mal ein Bild ein und habe dann auch entsprechenden Füllstand unseres Düngerstreuers mit auf dem Display, also mit im Blick, ne? Weil ich sehe das hier drin, sehe ich den Füllstand nicht. Ich kann natürlich nach hinten schauen, gucken, was ist da Phase. Aber es ist schon schön, das Ganze ja entsprechend nochmal direkt auf Bild zu haben. Wir haben hier keine Dashboard-Live-Integration auf dem Hauptmonitor, um uns die Füllstände anzeigen lassen zu können. Deshalb nutze ich an der Stelle jetzt hier Dashboard-Live. Also wundert euch nicht, wenn ich immer mal so ein bisschen nach drüben schaue. Ich hoffe, das geht entsprechend klar. Es ist auch im Übrigen ein bisschen zugezogen, wie man sehen kann. Es soll aber nicht regnen. Es ist einfach nur zugezogen. So ein bisschen. So. Soll mich jetzt erstmal nicht stören, wenn die Sonne nicht ganz so doll prasst. Ist in Ordnung. Wir sind im September. Erster Septembertag. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Ich werde auch immer mal wieder, gerade die Bodenbearbeitung, wenn euch die interessiert, schaut gerne mal auf Agrable an Cut vorbei. Dort seht ihr die weiteren Bodenbearbeitungsschritte, die ich im Livestream gemacht habe. Ich habe daraus jetzt kein separates Video für den Hauptkanal nochmal gemacht, weil das halt im Livestream halt auch eine ganz andere Einstellung ist, da ist ein Live-Chat mit drin und so weiter und so fort. Entschuldigt bitte, ich bin immer noch nicht gesund. Aber ja. Gut, hier die Ansteige im Übrigen, war ja auch mal gesagt, Mensch, da ist der 714er vielleicht doch ganz schwach. Das ist ja auch ein Anstieg noch und nöcher. Also der Weg ist schon extrem. Ansonsten passt er schon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der 714er jetzt irgendwie extrem untermotorisiert ist oder so. Für die Geräte, die ich so habe, das passt schon. Für alles, wo wir mehr Leistung brauchen, haben wir ja noch unseren 650. Und hier erreichen wir jetzt auch 50 km/h. Also alles entspannt. Eine Überlegung, die ich, by the way, auch noch habe, die ihr mir auch in den Kommentaren gerne mal beantworten könnt. Wie ist das mit den Apfelbäumen? Weil die Apfelbäume, dort will ich die Äpfel entsprechend behalten und sie selber abfahren. Ich war jetzt mit einem Anhänger da und hatte Holzkisten drauf. Ich dachte, ich fahre mit den Holzkisten drunter und kann dann die Äpfel überladen. Das ist aber nicht passiert. Wie funktioniert das? Bauen die selber auf Paletten? So richtig rausgefunden habe ich das nämlich noch nicht. So, und dann kommen wir hier zu unserer Wiesenfläche. Geladen habe ich jetzt im Übrigen, ja, genau 2000 Liter. Ich werde hier mal den Allrad zuschalten, weil ich doch ein bisschen Gewicht habe. Es ist ganz schön düster hier. Es ist echt ganz schön düster und ich werde mal ein Tempomat 1, 12 km/h. Boah. Finde ich okay. Ist in Ordnung. Schalten wir mal an oder beziehungsweise konfigurieren wir mal.
Wir werden dann jetzt erstmal, muss ich den halt mal anmachen, das ist noch aus, das Headlight Management zuschalten. Auf 42 Meter streuen werden wir hier aber auch nicht. Halten wir mal eben schnell an, Parkbremse rein. Wie habe ich das hier gemacht? Was waren die Ausprägungen? Ausprägung. Was war das? War das mit Alt geschalten? Steuerung Y, so rum. Wir werden vielleicht auf 21 Meter streuen. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann gehen wir nochmal aufs Fahrzeug. Pflanzensensor anschalten, habe ich mir unbelegt auf Steuerung P. Den schalten wir mal an. Automatische Ausprägung haben wir. Das lassen wir ihn alles von der Intelligenz her machen. Ich schalte jetzt mal Headlight Management dazu und gehe mal hier in die Konfiguration. Jetzt können wir die Warnton bei aktivem Management, das machen wir aus, brauchen wir nicht. Bei Vorgewende, also Feldmodus, Vorgewendemodus, damit arbeiten wir jetzt nicht. Anbaugeräte ausheben, das brauchen wir auch nicht. Zapfwelle abschalten brauchen wir auch nicht. Differenzialsperre lösen brauchen wir auch nicht. Konturführung, das ist der Punkt, den brauchen wir. Ich bin jetzt hier, glaube ich, ein bisschen im Weg. Ich mache mich mal eben schnell aus. Die Konturführung aktivieren wir. Und wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich sage jetzt, ich möchte, dass er das jede Bahn macht. Dann fährt er komplett selbstständig. Das werden wir heute mal ausprobieren. Die Feldrandseite würde ich sagen, immer links. Ich stehe ja jetzt schon links. Orientierungslinie, Feldgrenze. Ich stelle mal den bearbeiteten Bereich an. Bin mir jetzt unschlüssig, ob er das findet. Die Feldgrenze, ne, dann würde er sich jetzt an den linken Feldrand orientieren. Das wird definitiv funktionieren. Der bearbeitete Bereich, das neu hinzukommt, da bin ich mal gespannt. Das scheint er auch zu nehmen. Ihr seht, ne, diese Linie, er orientiert sich jetzt nach links. Das werden wir mal ausprobieren, indem ich jetzt den Düngerstreuer anschalte und mal sanft losfahre. Beziehungsweise gehen wir auf Geschwindigkeit halten und übernehmen mal die 12 km/h im Tempomaten. Und das scheint soweit gut zu funktionieren. Ich gehe mal in die Außenansicht eben. Schau mir das mal von außen an. Ah, die Breite, die haut jetzt hier vielleicht nicht hin. Ich halt mal eben an, gehe nochmal hier rein. Ich dachte mir das schon, dass wir hier vielleicht doch die Feldgrenze nehmen müssen. Frontsensor aus, Abstand automatisch. Na, dann nimmt er das jetzt aber entsprechend nicht. Ich gehe mal in den Vorgewendemodus und schalte jetzt wieder in den Feldmodus über. Prüfen wir nochmal den Abstand. Scheint jetzt besser hinzuhauen. Jetzt orientiert er sich an der Feldgrenze. Ich mache nichts. Ich lenke nicht. Es ist kein GPS aktiv. Er macht das jetzt alles komplett automatisch. Ich könnte mal hier noch die Beleuchtung anmachen. Ich bin ein bisschen dunkel, ne? So. Und das Ganze macht er jetzt auch permanent ringsumher. Das ist jetzt ein bisschen zackig in der Lenkbewegung. Liegt daran, wenn die Feldgrenze auch mal so ein bisschen zackig eingezeichnet ist. Er geht eben exakt der Feldgrenze lang oder der Feldgrenze nach. Aber er macht das ganz gut. Ich bin mal gespannt jetzt hier in den Ecken. Könnte das ein bisschen kompliziert werden, denn von der Sache her, er lenkt dann jetzt auch gleich rechts ein. Stopp. Hier war die Feldgrenze euch nicht ganz klar. Hier machen wir das mal manuell. Ja. Er ist wieder drin. Er streut ein bisschen zu weit rüber. Für meinen Geschmack. Den Nachbarn müssen wir jetzt hier nicht mitdüngen.
ich gehe mal wieder in den Feldmodus rein. Orientierung, linke Seite. Ihr seht, wie der das entsprechend abscannt. Wahrscheinlich streut er aber weiter als die 10,5 Meter nach links, die er machen sollte. 21 Meter mal eingestellt. Das ist jetzt halt natürlich noch die Frage. Wir haben noch 1681 Liter drin. Also allzu viel braucht die Wiese halt auch nicht. Ja, aber das ist halt genial. Ich weiß nicht, ob ich das beim Streuen so verwenden würde. Bei der Bodenbearbeitung, bei der Saat, ist das natürlich eine mega feine Sache. Beim Streuen weiß ich nicht, ob ich nicht eher durch GPS fahren würde. Oder das Ganze manuell mache. 13 km/h, ja, okay. Aber letzten Endes kann man hier zusehen und ihn machen lassen. Das ist eine sehr, sehr feine Sache. Nur, wie gesagt, er streut mir gerade ein bisschen zu weit. Deshalb gehen wir in den Vorgewendemodus. Ich übernehme das Ruder doch nochmal selber. Und wir stellen auf der anderen Seite nochmal um. Und zwar auf bearbeiteter Bereich. Weil ich weiß nicht, ob er dann in der Lage ist, zu schauen, ob das Ganze gedüngt ist. Ob er das als bearbeiteten Bereich nimmt. Das würde ich mir gerne mal anschauen. 48% Füllvolumen. Also die Wiese sollten wir locker machen. Das ist kein Problem. So, hier haben wir dann angefangen, ne? Okay, dann mache ich mal aus. Wir gehen hier rein in die Bahn im Prinzip und konfigurieren jetzt das eben nochmal. Er ist automatisch am Feldrand, das ist klar. Wir nehmen jetzt den bearbeiteten Bereich. Ich mache mal noch nicht an, ich gehe nochmal in den Vorgewendemodus. Ich will mal schauen, ob er da klarkommt oder ob er den gedüngten Bereich nicht checkt. Nee, okay, das bezieht sich wohl eher auf die Bodenbearbeitung. Machen wir nochmal den Vorgewendemodus, fahr mal ein paar Meter rein. Und aktivieren jetzt mal. Nee, da kommt er nicht mit klar, aber ihr habt gesehen, er würde jetzt im Prinzip weitergehen, hat sich die Arbeitsbreite gemerkt. Wenn wir hier nochmal in die Konfiguration gehen, Feldgrenze und den automatischen Abstand wählen. Dann hat er sich auch gemerkt, dass wir hier schon lang sind. Also so können wir das im Prinzip auch machen. Dass wir ihn dann hier weitermachen lassen. Und er fährt exakt die gleiche Kontur, logischerweise, die wir auch vorher schon gefahren sind. Nur eben mit einer Überlappung. Obwohl, naja, doch, eine leichte Überlappung haben wir. Ich muss hier mal in die Außenansicht einfach gehen, um zu schauen, was er da genau macht. Hier geht er wieder raus. Naja. Ich denke, ich schalte das Headland-Management-System aus. Also das System selber funktioniert wunderbar. Nur ist das eben mit dem Düngerstreuen, glaube ich, weniger sinnvoll. Sondern wirklich eher in der Bodenbearbeitung funktioniert das tadellos. Wir haben das im Stream schon ein paar Mal ausprobiert. Tippitoppi. Gut, ich würde sagen, wir streuen die Wiese hier noch fertig. Ich hätte jetzt natürlich auch die Ausbringbreite, die Streubreite noch erhöhen können. So, ein bisschen aufpassen, jetzt sind wir ein bisschen arg weit weg von der vorhergehenden Bahn. Aber ich finde das so ist es schon okay.
Und dann schalten wir mal ab. Und jetzt wird es dann halt ein bisschen schwer zu erkennen, tatsächlich. Dann immer so ein Ding, also hier ist dann die Arbeit mit GPS vielleicht doch ein bisschen sinnvoller, wobei du eben hier auf diesem Feld eine Kontur hast. Vor 40% haben wir noch im Tank. Und die Kontur können wir ja, wie wir wissen, einfach nicht mit GPS fahren. Ne, das geht nicht. GPS kann noch keine Konturführung, also Guidance Steering. Vielleicht kann es irgendwann, das wäre einfach, ja, so ziemlich ein Game Changer. Wir bringen, by the way, 115 Liter pro Minute aus. Was ist so die Ausbringmenge? Das sind 220 Kilo, 220, 240 Kilo auf dem Hektar. Schwankt hier ein bisschen, je nachdem, in welchem Segment wir hier gerade unterwegs sind. Weil ja auch der Boden hier ein bisschen differenziert auf der Fläche. Nein, wir haben nicht überall den gleichen Bodentyp. Naja, ihr kennt das Spiel ja. Wie geht ihr denn bei solchen Flächen vor, wo ihr ohne GPS fahrt? Also so mal real betrachtet, auch gern aus der Realität. Pi mal Daumen nach Gefühl oder wie macht ihr das? Würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was wir jetzt natürlich auch hätten machen können, ist in der Konturenführung zu sagen, manuelle Breite, die wir dann weiter switchen, ne? Dann könnten wir das ziemlich genau einstellen. Ich halte nochmal eben schnell an, mache das System nochmal an, gehe nochmal in die Konfiguration, ne? Wenn wir ihm jetzt hier sagen, Abstand zum Feldrand, was haben wir jetzt gestreut? 20 Meter, glaube ich. 15 Meter, 25, 35. Ja, roundabout. Ja, so richtig genau kann man das dann auch nicht einstellen. Aber Headland Management wieder aus. Ich sag mal, in der Bodenbearbeitung, vor allem in der Saat. In der Saat ist es halt richtig geil. Ich schau mal eben auf die Feldkarte, wie wir hier mit dem Stickstoff gerade unterwegs sind. Ja, und das sieht soweit gut aus, ne? Die Wiese hat dann irgendwas zwischen 40 und 60 Kilogramm. Hier müssten wir mal noch einen Strich durchmachen. Real betrachtet würde ich das jetzt nicht sehen. Das heißt, ich fahre vielleicht hier einfach nochmal so ein bisschen rein. Ja, schalte den Streuer nochmal an und gehe hier so ein bisschen durch. Vielleicht würde man das halt doch einfach, wenn man das zur Verfügung hat, über GPS machen. Weil du willst ja auch nicht, wenn du das jetzt hier überlagern und rausstreust, du schmeißt ja das pure Geld raus. Du schmeißt ja faktisch das pure Geld raus. Das willst du ja auch nicht. Tja. Im Korntank haben wir jetzt noch 32%. Echt, im Korntank sage ich schon. Im Düngertank. Gut, ich schalte mal ab. Und wir bewegen uns mal hier an den Feldrand. Und schauen nochmal auf die Karte drauf. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Ich muss dann noch die 27... Entschuldigung. Die 27, das ist unsere Rapsfläche. Die sieht auch nicht gut aus. Da muss ich aber mal eine Düngebedarfsrechnung noch machen. Die 30, die müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Das werde ich aber wahrscheinlich on Stream machen. Die beiden Flächen hier, die muss ich noch Boden bearbeiten. Auch hier werden wir entsprechend eine Düngebedarfsermittlung machen. Auch hier und auch hier. Und die 91 können wir dann noch streuen. Das mache ich aber, wie gesagt, im Livestream. Also, war ein kleiner Einblick in das Headland Management. Ist jetzt für das Streuen nicht wirklich sinnvoll, aber ihr habt mal beim Headland Management die Konturenführung gesehen und wo die Reise da entsprechend hingeht. Probiert's aus. Ihr könnt es auf GitHub runterladen, die Entwicklerversion. Gerade bei der Saat funktioniert das halt richtig cool. Richtig gut, wenn ihr die Konturen erstmal außen drillt. Feine Sache.
Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Über Feedback natürlich auch und über euer Abo sowieso. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleibt mir bitte gesund und munter. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.